herzlich willkommen. Vielen, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind live. Ich bin Juliane und neben mir steht der Dirk und wir haben die Ehre, euch heute die neue Indian Sport Chief vorzustellen. Richtig cool. Wir waren heute schon fahren und hat auch richtig Spaß gemacht. Wir waren hier in Nizza, in den Bergen ein bisschen unterwegs. Und ja, jetzt sind wir soweit. Ich würde sagen, du fängst an und erzählst ein bisschen was zur Geschichte. Und dann gehen wir auf das Bike ein. Hier liegt übrigens ein iPad. Da erscheinen uns eure Fragen. Ist jetzt noch ganz leer. Und wenn ihr zwischendrin Fragen stellt, dann sehen wir das und können entweder dann direkt eingehen oder später. Mal schauen, aber genau, so machen wir das Ganze. Erstmal bonjour und salut hier bei Indian Motorcycle Nizza an der wunderschönen Côte d'Azur. Ich habe heute die große Ehre mit der Juliane, euch die Sportchief mal ein bisschen näher zu bringen. Die Sportchief, das neueste Mitglied der Chief-Familie. Aus dem Hause Indian Motorcycle. Vielleicht mal ganz kurz für die, die es interessiert, so ein bisschen Geschichtshintergründe. Wer ist überhaupt Indian Motorcycle? Indian Motorcycle, die Insider werden es wissen, gegründet 1901 von zwei bahnbrechenden Pionieren, von deren Geist und Inspiration auch wir heute noch zehren, inklusive des Feedbacks der ganzen Indian-Fans weltweit, die uns ständig mit neuen Ideen konfrontieren, die Wünsche äußern. Wie gesagt, gegründet 1901. Zu einer Zeit, als man noch gar nicht so wirklich über Motorräder nachgedacht hat. Jetzt stehen wir heute hier im Jahr 2023 mit dem neuesten Mitglied aus diesem Vermächtnis, nämlich der Indian Sport Chief. Und da werden wir jetzt ein bisschen was dazu erzählen, Juliane. Auf jeden Fall. Also ihr hört es ja schon im Namen. Sport steckt da mit drin. Und eigentlich reicht ein Blick auf das Bike. Man sieht, dass das Thema wirklich da ernst genommen wird. Also fangen wir mal beim Fahrwerk an. Wir haben hinten zwei Fox-Federbeine mit Ausgleichsbehältern, sogenannten Piggybacks, und die haben jetzt 100 mm Federweg. Das heißt, bei den anderen Chiefs waren es so 75 mm, also da ist deutlich was dazugekommen, was auch das Heck ein bisschen höher legt und was uns die große Freude mehr Schräglagenfreiheit bietet. Das heißt, wir haben jetzt 29,5 Grad Schräglagenfreiheit. Ich glaube, bei den anderen waren es 31 Grad und es war natürlich heute gerade in den sehr kurvenreichen Strecken hier. Ja, sehr schön, sehr angenehm zu fahren und man kann dadurch natürlich auch noch sportlicher fahren. Und es bietet natürlich auch mehr Komfort. Und hier sind die Straßen auch nicht immer perfekt. Also wir hatten schon einige Unebenheiten und da schluckt das natürlich richtig schön. Es war insgesamt wirklich sehr komfortabel zu fahren. Und wenn wir jetzt nach vorne schauen, da haben wir jetzt 46 mm Kayaba Upside-Down-Gabel, die natürlich, also mit 130 mm Federweg, und die ist natürlich sehr stabil, gerade auch für sportliches Fahren, für sportliche Manöver. Sie gibt ein gutes Feedback und hat ein sehr direktes Ansprechverhalten. Und ja, wie gesagt, auch beim Thema Sportlichkeit ein wichtiger Punkt, hat sich auch heute wirklich sehr gut angefühlt. Und beim Thema Bremsen, Hartbremsen, da kannst du dann noch was dazu genau erzählen. Genau, was man natürlich auf den ersten Blick erkennen kann, das sind die Vierkolben-Radialbremszangen aus dem Hause Brembo. Bemerkenswert an der Sportchief ist natürlich neben den Upside-Down-Gabeln von der Challenger, die man ja bereits kennt, natürlich auch die Doppelscheibenbremsanlage vorne. Nicht, weil es unbedingt nötig ist, aber sie unterstreicht eigentlich das dominante Auftreten der Sportchief. Nochmal um ein ganz beträchtliches Maß. Dazu haben wir noch die Kombination mit dem 19-Zoll Contrast-Cut Vorderrad in Kombination in Wechsel mit dem 16-Zoll Hinterrad. Das Ganze gestellt auf Pirelli Night Dragon Reifen, die ein sehr gutes Feedback gegeben haben. Kann ich nur unterstreichen, die Straßen hier sind zwar schön kurvig, aber teilweise hast du echt Bodenwellen drin, Verwerfungen drin. Und da muss ich sagen, die Kombination aus dem neu abgestimmten Fahrwerk, und natürlich die Kombination mit dem 19-Zoll, 16-Zoll Wechselrad und natürlich mit dem Pirelli-Reifen geben natürlich ein fantastisches Feedback für den dominanten Auftritt des Motorrads. Absolut. Zur Sitzposition kann ich mich ja mal kurz draufsetzen, dann würde ich dir das kurz geben. Genau, wie man schön sehen kann, die Juliane sitzt etwas höher. Der neue Gunfighter-Seat ist insgesamt 2 cm höher. 686 mm ist jetzt die Sitzhöhe. Genau, für die technischen. Dazu haben wir noch, vielleicht magst du ein bisschen was über den Vorbau erzählen. Genau, also wir haben hier einen Riser, das heißt, der Lenker ist relativ hoch. Meine Arme sind recht weit nach vorne gestreckt. Es war jetzt heute bei der Fahrt, also man sitzt schön aggressiv drauf, schön sportlich. Mir hat das beim Fahren richtig gut gefallen.
Wir kommen später noch auf so Zusatz oder Zubehör, was man sich noch kaufen kann. Ich glaube, wenn ich mir das Bike holen würde, würde ich mir wahrscheinlich noch einen höheren Riser holen, dass ich einfach, dass es noch mehr an mir dran ist, was es, glaube ich, auf längeren Fahrten für mich komfortabler machen würde. Wie war es bei dir? Absolut, bin ich hundertprozentig bei dir. Wo du gerade schon mal drauf sitzt, wie war dein Eindruck heute vom Motor? Was sagst du zum Motor? Also Motor ist unfassbar genial zum Fahren. Also natürlich legendärer Motor, Thunderstroke 116. Wir haben 1890 Kubik und 162 Newtonmeter bei schon 3200 Umdrehungen, was richtig krass ist. Also ich finde, gerade der Drehmoment macht es bei dem Motor einfach richtig aus. Wir haben 88 PS Spitzenleistung und das Teil geht einfach ab. Und wir haben drei Fahrmodi. Wir haben Standard, wir haben Touring und wir haben einen Sportmodus. Und der Touring ist der sanfteste, also hat das sanfteste Ansprechverhalten, ist, glaube ich, in der Leistung auch ein bisschen reduziert. Ist ein bisschen reduziert, ist halt gedacht. Ich sag mal, wenn die Straßenverhältnisse nicht ganz optimal sind, wir reden jetzt gerade mal von Gischt, von Sprühregen, von nassen Straßenoberflächen, wo man die Leistung einfach ein bisschen zurücknehmen muss, genau. Einfach um ein sicheres Fahrgefühl zu haben, sicheres Feedback zu bekommen. Und ich bin dann im Standardmodus eigentlich die meiste Zeit gefahren und irgendwann habe ich gedacht, okay, der geht so ordentlich ab, also viel Unterschied kann da eigentlich gar nicht mehr sein im Sportmodus. Und dann habe ich in Sportmodus gewechselt und ich habe gedacht, okay, jetzt, what the hell. Also da hat es mir richtig die Arme lang gezogen. Also das Teil hat Qualm ohne Ende, macht einfach nur Spaß zum Fahren. Man kann damit aber auch entspannt fahren, wie gesagt, dann einfach im Standardmodus oder im Touringmodus. Aber man kann es auch richtig, man kann einfach richtig heizen auch damit und ja, dafür ist das Bike wirklich, wirklich gut gelungen mit den Komponenten und mit dem Motor in Verbindung. Richtig genial. Und der ist ganz in Schwarz gehalten, also auch designtechnisch, finde ich, passt zu der Seele des ganzen Motorrads. Es ist so schön böse und aggressiv. Und ja, was Style angeht, kannst du da noch ein bisschen mehr erzählen. Das Thema Style, man sieht natürlich hier auf einen Blick so ein paar Änderungen gegenüber den normalen Chief-Modellen. Wir haben also das kurze Bobberheck hinten, wir haben diese Gunfighter-Seat, die wir schon angesprochen haben. Wir haben die Riser mit dem Motorlenker. Und was natürlich direkt ins Auge fällt auf den ersten Blick, ist das Gesicht des Motorrades, also quasi die Quarter-Fairing vorne, die es auch mit verschiedenen Scheiben gibt, verschiedenen Scheibenhöhen. Das ganze Motorrad kommt eigentlich direkt so aus der Clubstyle-Szene. Clubstyle, wer mit dem Begriff nichts anzufangen kann, Clubstyle bedeutet nicht, als Gangster irgendwo aufzutreten, sondern Clubstyle bedeutet eigentlich, es ist eine sehr, sehr junge, eine sehr moderne, eine sehr frische Szene, die das Thema Motorrad belebt. Eigentlich die Interpretation eines modernen Heritage Racers, so wie die Jungs auch früher gefahren sind. Also früher haben die Motorräder extra so mit den Midsize Controls, also die Fußrasten mehr im Center angebracht, mit dem etwas höher gelegten Lenker, mit den hohen Reisern, mit dem mehr oder weniger geraden Motorlenker genutzt, um da ein Viertelmeile Rennen auszutragen untereinander. Bitte nicht zu Hause nachmachen, das ist offiziell verboten, das wissen wir. Aber es ist halt eine Geschichte, die so ein bisschen eine ganz besondere Art von Lebensgefühl darstellt. Und wie gesagt, ich finde es sehr gut, dass wir das Thema Motorrad auch mit frischen Ideen wieder bereichern können. Und das natürlich mit der Sportchief, die Sportfamilie oder die Chief-Familie als neuestes Mitglied auch diesen Bereich abdeckt. Absolut. Ja, und was das Styling angeht, also mir gefällt halt besonders gut, dass es so schön klassisch ist, wie du jetzt gerade schon gesagt hast, und auch so minimalistisch. Und es steckt halt auch viel Technik im Motorrad, aber das stört das Aussehen und das Styling nicht, weil es so schön versteckt ist. Und ich meine, an Technik, was haben wir? Wir haben ein 4 Zoll TFT-Display. Es begrüßt einen gleich mit so einem Rauch und in dir, das ist richtig cool gemacht. Und imitiert aber dann so einen analogen Tachometer. Hat aber natürlich viel mehr Funktionen. Also wir können natürlich über Touchscreen die Riding Modes auswählen. Hat auch heute super funktioniert, auch mit Handschuh. Geht ganz schnell. Man kann Kartenansicht haben. Man kann über Ride Command das Handy koppeln und dann Turn-by-Turn-Navigation, Anrufe annehmen, ablehnen und Musik natürlich kontrollieren. Und wir haben eine USB-Ladebuchse, die ist hier vorne drin versteckt. Wir haben Bosch ABS, wir haben schlüssellose Zündung. Was haben wir noch? Wir haben serienmäßig Tempomaten mit drin. Und jetzt habe ich bestimmt noch irgendwas vergessen. Im Großen und Ganzen hast du eigentlich schon alle wesentlichen Punkte aufgezählt. Wie gesagt, interessanterweise ist der ganze Look vom Motorrad, der ist ja clean gehalten. Du hast also nicht irgendwo störende Kabel oder Sachen, wo man denkt, oder hätte man vielleicht mal dran gehen können. Das Motorrad wirkt insgesamt sehr aufgeräumt, sehr frisch, sehr modern, aber auch sehr, möchte ich jetzt nicht sagen, aber sehr dominant.
Wenn ich mir die anderen drei Modelle aus der Chief-Baureihe anschaue, die auch schon sehr schön sind, mhm. also gerade die Chief Dark Horse, der Chief Bobber Dark Horse oder auch die Super Chief, so im Stil der frühen 40er Jahre, haben wir hier natürlich jetzt nochmal richtig frischen Wind mit der Sport Chief. Ja, ich finde das Aggressive, das kommt da richtig gut zur Geltung. Also gefällt mir richtig, richtig gut. Und es ist schon ab Werk einfach mega gut ausgestattet. Also eigentlich müsste man gar nichts mehr verändern. Aber natürlich gibt es immer viele, die dann das gerne noch individueller hätten. Und da gibt es natürlich ganz viel an Zubehör. Wir haben natürlich einen Sozius-Sitz. Es gibt eine Rückenlehne für einen Sozius. Es gibt natürlich, wie gesagt, die verschiedenen Riser-Höhen, also niedriger oder höher. Wir haben drei verschiedene Windschilder, also einen niedrigeren und einen höheren. Es gibt natürlich Gepäckmöglichkeiten, Gepäckbrücke, Satteltaschen etc. Und ja. Was man zum Beispiel auch machen kann, ist einfach mal der Verweis auf die deutsche oder auf die österreichische Homepage. Man kann sich da sein Motorrad schon mal konfigurieren. Da sieht man auch schon mal, hat man schon mal einen leichten Überblick über Zubehör, was man bekommen kann. Genau. Was man aber auch buchen kann, ist vielleicht die persönliche Testfahrt, um mal auszuprobieren, um mal zu testen, wie komme ich mit der Sitzposition klar. Absolut. Da könnt ihr auf den Link klicken. Ich glaube, die Kollegen blenden das ein. Genau, und dann könnt ihr mal eine Testfahrt machen, weil ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel gemerkt, für lange Fahrten würde ich mir wahrscheinlich sogar ein bisschen höheres Windschild nehmen, weil es hat gut den Wind zwar so von der Brust weggenommen, also der Winddruck war da gering, aber auf dem Helm habe ich es halt schon gemerkt. Was mich jetzt bei kürzeren Fahrten nicht stört, aber ich glaube, wenn ich damit richtig Touren fahren würde, längere Strecken, dann wäre das, glaube ich, schon nice to have. Und wie gesagt, der Lenker und sowas merkt man dann erst beim Fahren, deswegen ist es wirklich empfehlenswert, einfach mal eine Probefahrt zu buchen. Auf jeden Fall. Wir sind alle nicht gleich groß, wir sind alle nicht gleich mit langen Armen ausgestattet oder gleich langen Beinen. Das heißt, für mich war auf den ersten Eindruck die Sitzposition eine sehr ungewöhnliche, aber auch da, so nach wenigen Metern, man fühlt sich direkt wohl, man fühlt sich zu Hause, man fühlt sich angekommen. Man kriegt wirklich ein ultimatives Feedback vom Fahrverhalten vom Motorrad. Und wie gesagt, eigentlich brauche ich die beiden anderen Fahrmodis nicht, weil so mein Fahrmodus wäre dann halt schon der Sportmodus. Meiner der Standardmodus, aber okay. Also ich fand den Sportmodus mega geil, aber er war mir fast ein bisschen zu aufgeregt. Also ich fand, ich bin erstmal erschrocken, als ich den angemacht habe, ans Gas gegangen bin und ich glaube, ich habe leicht geschrien. Ich weiß nicht, ob du das gehört hast. Nein, also ein positiver Schrei, aber es war schon krass. Also der Unterschied ist wahnsinnig groß, aber es ist halt nicht so smooth wie jetzt der Standardmodus oder der Touring-Modus. Genau, es gibt aber auch noch Zubehörteile, die sich auch auf die anderen Chief-Modelle... Gutes Thema, gut, dass du es ansprichst. Ja. Natürlich gibt es so einige Sachen, wo jetzt wahrscheinlich viele Leute einer Chief Dark Horse, einer Chief Bobber oder vielleicht einer Super Chief danach fragen. Es gibt eine ganze Menge an Zubehör, sowohl für die anderen Chief-Modelle, die man adaptieren kann, aber man kann natürlich auch die Sport-Chief noch weiter aufrüsten. Das heißt, klassische Frage ist natürlich, ist die Sozius tauglich? Ja, natürlich, es gibt also diverse Sitze, die man dort verwenden kann. Es gibt auch ein Taschensystem aus dem Haus Indien, einmal so im Bobber-Stil oder halt mit Satteltaschen. Das richtet sich immer danach, je nach Geschmack und je nach Gusto. Was habe ich vor mit dem Motorrad? Satteltaschen vielleicht für die Jungs, die am Wochenende auf ein Motorrad-Event, auf ein Motorradtreffen fahren, die Satteltaschen am Event abschrauben, ins Zelt legen, ins Hotelzimmer und dann mit dem puren, nackten Motorrad dann ihren Auftritt haben. Genau. Und es gibt auch noch einstellbares Fahrwerk hinten. Exakt. Vielleicht gerade dann interessant, wenn man mit Sozius fährt, dass man entweder das einfach mit Sozius noch oder wie gesagt, wenn man eine normale Chief fährt und hat da vielleicht ein bisschen den Anspruch auf ein wenig mehr Komfortabilität, kann man natürlich auch die Fox Federbeine hinten kann man natürlich auch umbauen. Mit mehr Federweg, ja. Absolut. Gut. Dann fehlt jetzt nur noch wahrscheinlich der Preis, oder? Was Quanta Costa? Ich musste eben so ein bisschen schmunzeln, als du gesagt hast, es fühlt sich eigentlich beim Sportmodus nach einem ganz anderen Motorrad an. Wir haben eigentlich drei Motorräder in einem, zu einem Preis. Ich sag mal, so wie das Motorrad hier steht, beginnt der Spaß bei 21.990 Euro. Wobei es dieses Modell nicht nur in dem klassischen Schwarzmatt gibt, sondern wir haben auch, die haben wir heute getestet, eigentlich meine Lieblingsfarbe, Ruby Smoke. In Kombination mit dem schwarzen Motor, mit den schwarzen Felgen, mit dem Kontrast-Cut-Vorderrad. Ist natürlich ein absoluter Hingucker. Ja, hat ja auch echt gut gestanden. Oder auch in der Trendfarbe Stealth Grey, da liegen wir dann bei 22.490 bei den anderen Farben. Ja. Nicht vergessen, dazu kommen immer noch die individuellen Liefernebenkosten, das heißt die Aufbaukosten durch den Händler. Und natürlich, wenn ich das Motorrad konfiguriere, über den Konfigurator auf der deutschen oder österreichischen Homepage, man kann die Zubehörpreise dort sehen. Die sind natürlich ohne Montagekosten. Ja,
Also für mich wäre es zum Beispiel die in Schwarz. Ja, das Rot und das Grau gefällt mir auch richtig gut, aber ich finde, das Schwarz ist, das ist so richtig schön böse. Das ist, passt so perfekt zum Bike. Aber ja, schön, dass, dass wir da unterschiedlicher Meinung sind. Aber das Rot hat dir auch echt richtig gut gestimmt, muss man sagen. Wollte ich gerade sagen. Was meint ihr? Schreibt gerne mal rein, welche Farbe ihr wählen würdet. Und ich würde sagen, dann schauen wir mal, ob es irgendwie Fragen gibt. Wir haben jetzt die ganze Zeit geplappert und gar nicht drauf geschaut. Ab wann wird das Bike bei den Händlern stehen? Wir gehen davon aus, dass die ersten Motorräder jetzt so langsam anrollen. Das heißt, man kann mit der ersten Testfahrt, wir haben jetzt hier an der Côte d'Azur, wir haben heute 12 Grad, wobei es ein bisschen frisch oben in den Bergen war. Hm. Ich denke mal, am Sonntag haben wir das Motorrad das erste Mal live auf der E-Mod in München vorgestellt, bei Schnee und Regen. Ich denke mal, wir können damit rechnen, dass die ersten Motorräder so in circa 4 bis 6 Wochen beim Händler landen. Das heißt, man kann sich jetzt schon mal in aller Ruhe für eine Testfahrt registrieren. Man kann schon mal Kontakt zu seinem Händler aufnehmen, damit man das Erste oder mit einer der Ersten ist, der das Motorrad da mal testen kann. Ja. Schreibt uns auch gerne euer Feedback nach der Testfahrt. Wird uns auch mal sehr interessieren. Wir nehmen das gerne auf. Was haben wir sonst noch für Fragen? Sind die Modi vergleichbar mit dem der Super Chief? Ich denke schon. Motor ist ja der gleiche? Der Motor ist gleich. Ich glaube auch nicht, dass es da diverse gravierende Unterschiede gibt, was tatsächlich die Mappings anbelangt. Ja. Es richtet sich immer nach dem individuellen Eindruck und dem individuellen Fahrgefühl. Das sage ich betont ganz bewusst an der Stelle, weil, ich sag mal so ganz flach, jeder Popometer ist anders geeicht. Was dem einen vielleicht zu sportlich ist, ist dem anderen vielleicht zu lasch. Was dem anderen vielleicht zu lasch ist, ist dem anderen vielleicht zu sportlich. Also da führt eigentlich kein Weg an einer persönlichen Testfahrt vorbei, um da einen persönlichen Eindruck zu bekommen, wie man damit klarkommt. Ja. Und jemand fragt, ist die Verkleidung abnehmbar, also ohne Werkzeug? Nein, da braucht man in der Tat ein bisschen Werkzeug dafür. Mhm. Es ist eigentlich mit relativ wenigen Handgriffen erledigt. Wir haben bewusst um den Stil des Motorrads, ich habe lange mit dem Ola, der und sein Team, natürlich ganz maßgeblich an der Entwicklung auch der Sportschief beteiligt waren, lange mit dem Ola gesprochen. Und wir finden es beide sehr faszinierend, dass gerade der Clubsteil, die Szene, gerade jede Menge Zulauf hat. Mhm. Weil es das auch, glaube ich, ist, was die Marke Indien insgesamt ausmacht. Also das ist ein junges, modernes Publikum, junge, moderne, frische Motorräder, die den Markt vielleicht in gewisser Weise revolutionieren. So wie unsere Gründerväter 1901 das probiert haben. Absolut, ja, und ich glaube auch, dass viele, die Cruiser fahren, die haben aber halt auch Bock, sportlich zu fahren und schätzen es dann, wenn da gute Komponenten verbaut sind, die einfach stabil sind, und die schätzen auch ein gutes Handling. Und das Gefühl hatte ich heute beim Fahren immer, also diese Agilität und das Feedback, und ja, es hat einfach Spaß gemacht, Gas zu geben und durch die Kurven durch, und deswegen, also ich finde das Konzept wirklich super. Absolut, kann ich nur unterstreichen, das Ganze. Ich mag unheimlich gern die großen Heavyweights, ich fahre sehr gern die Heavyweights, auch die Springfield, auch die Chieftains, aber das Motorrad, du sitzt dich drauf und nach den ersten Metern, du fühlst dich direkt, du bist zu Hause angekommen, also als hättest du nie was anderes gefahren. Von der Sitzposition, auch mit den Mid-Size-Controls, sieht man sehr schön, eigentlich im Center angebracht. Für amerikanische Verhältnisse eigentlich ja untypisch, aber das macht ja genau diesen Reiz auch. Also die Kombination aus dem höheren Fahrwerk mit den Reisern, mit dem neuen Motolenker und natürlich mit den mittig zentrierten Fußrasten. Wobei, Thema Fußrasten, wie gesagt, nicht jeder hat gleich lange Beine, nicht jeder hat gleich lange Arme. Aber die kann man ja bestimmt vorverlegen, Es gibt über das Zubehörprogramm gibt es dann auch Extended oder Reduced Reach, genau wie es dann auch verschiedene Sitze gibt. Ja, also ich habe mir heute auch in den Bergen gedacht, wie es wohl wäre mit vorverlegten Fußrasten, aber ich persönlich mag halt die Position lieber, weil es ist für mich halt noch sportlicher und gerade eben so auf kurvenreichen Strecken. Aber klar, für lange Strecken ist wahrscheinlich dann ausgestreckt komfortabler, aber da könnt ihr ja einfach entscheiden. Ich bin mir nicht so sicher. Ich glaube auch, dass es für Leute, die vielleicht auch eine längere Anfahrt haben, reden wir jetzt mal zum Beispiel über ein Treffen. Übrigens, nicht vergessen, dieses Jahr zweite IMRG-Treffen in Schalkau. Bist du hoffentlich auch wieder dabei? Oder wir sehen uns in Budweis, das größte europäische Indien-Treffen. Ja. Für die Jungs, die auf die Treffen fahren, ich glaube, dass auch die Sitzposition auf längeren Fahrten sehr entspannt ist. Mhm. Also für mich auf jeden Fall. Mhm. Ich bin 1,69. Wie groß bist du? Hängt immer so ein bisschen von Tagesform ab. So 1,80 bis, ja genau, ähnlich, genau, 1,69. Ja. So, was haben wir noch für Fragen? Im Moment noch nichts. Keine Fragen sind, kurz vielleicht zum Thema Elektrik, Beleuchtung, LED. Ah ja.
Ist ein großes Thema. Wir können es vielleicht auch mal anmachen. Da sieht man also, wir haben vorne hinten LED-Technik verbaut. Auch hinten die Blinker, die Kombination aus Blinker und Rücklicht. Vorne mit dem hellen Pathfinder-Scheinwerfer, natürlich sehr innovativ. Mhm. Sorgt für Aussehen, für ausreichend Sehen und gesehen werden, gerade wenn es dunkel ist oder so wie heute in den Bergen so ein oder bisschen. Oder Saisonstart, so wie heute und die Autofahrer noch nicht bereit sind. Auch das lässt sich nachrüsten oder umrüsten. Wir hatten gestern Abend hatten wir die Frage, gibt es eine Verkleidung, bei der man die Pathfinder-Zusatzscheinwerfer integrieren kann? Liebe Grüße an Marc an der Stelle. Genau, liebe Grüße an den Gorilla auf der Bike. Der hoffentlich gerade Marc. Zuschaut. Genau, das ist eine sehr spezielle Frage. Ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe und wenn ich es richtig weiß, wir haben natürlich immer ein großes Ohr auf Wünsche, Anregungen, Vorschläge der Kunden, der Fahrer, die uns ihr Feedback direkt geben, sei es jetzt per WhatsApp, sei es per Messenger, sei es per Instagram, Facebook oder auch direkt auf Treffen. Wir haben die Frage mal weitergeleitet an das Entwicklungsteam und dann schauen wir mal, ob da was bei rumkommt. Klingt super. Also keine Fragen aktuell. Wenn keine Fragen da sind, wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Konfiguriert euch eure Sportschief in eurer Wunschfarbe. Es muss nicht immer das Schwarz-Matte sein. Wir haben, denke ich mal, auch dieses Jahr wird es wieder langsam so sein, dass wir über eine etwas entspanntere Liefersituation reden können. Das böse Corona-Wort hat sich ja Gott sei Dank mittlerweile ein wenig in den Hintergrund gedrängt. Es kehrt wieder ein normales Leben ein, so wie auf den letzten Frühjahrsmessen auch gesehen. Die Nachfrage war bombastisch. Ja. Wer es gesehen hat, wir haben am Dienstag haben wir die Sportschief online gelauncht und am Freitag letzte Woche hatten wir schon die erste Sportschief in München auf der E-Mod stehen. Ja. Und vielen Dank dafür für die ganzen Besucher, die da waren auf der E-Mod. Auch für euer tolles Feedback, das ihr abgeliefert habt zur Sportschief. Das ist ja eigentlich für uns bei India Motorcycle nur die Bestätigung, da auch weiterzumachen, wo das Ganze auch mal angefangen hat. Ja. Also wir bleiben weiter dran. Absolut. Ja, und ich freue mich drauf. Morgen früh werde ich auf jeden Fall nochmal damit fahren bis Mittag. Und machen wir dann eine Sonnenaufgangsfahrt. Also ja, da freue ich mich schon mal drauf. Es wird zwar kalt, aber egal. Ja, sehr, sehr erwärmend, die zu fahren, ja. Wo wir gerade beim Thema kalt sind, was wir natürlich auch haben, auch bei diesem Modell, wie bei anderen Schiefmodellen auch, ist die hintere Zylinderabschaltung. Ja. Hat jetzt nichts damit zu tun, wenn es morgen früh besonders kalt ist, bitte nicht den hinteren Zylinder deaktivieren, sondern es ist natürlich eine Sache, gerade so im innerstädtischen Shop, im Großverkehr, gerade wenn es draußen sehr warm ist, ist das eigentlich eine Geschichte, die den Komfort eigentlich noch erhöht, den Komfortgedanken. Ja. Also für mich persönlich ist das immer so eine Sache, wenn ich Motorrad fahre, dann mache ich das, weil ich da Spaß dran haben will. Und dann hat man natürlich die Möglichkeit, über diverse Zusatzfunktionen, Zylinderabschaltung zum Beispiel, dementsprechend dann dafür auch Sorge zu tragen, dass die Fahrt wirklich so angenehm wie möglich verläuft. Absolut. Gerade im Sommer, wenn man an der Ampel steht oder im Stau, dann ist es wirklich sehr, sehr hilfreich und sehr, sehr angenehm. Hat der FTR auch, haben viele andere Modelle auch schon, da habe ich das immer zu schätzen gewusst. Und ja, also das ist auf jeden Fall auch noch ein technisches Feature, das ich vorhin nicht erwähnt habe, aber danke für die Erinnerung. Wo wir gerade beim Thema Features sind, auch sehr interessant ist natürlich das erhobene Indien-Logo. Das sind so viele kleine Details. Ich finde, wie gesagt, Motorradfahren muss Spaß machen von der ersten bis zur letzten Sekunde. Es gibt eigentlich immer wieder viele Details, die man auf den ersten Blick gar nicht sieht. Sei es jetzt einmal der erhobene Schriftzug am Tank, der Indien-Schriftzug auf den Lenkergriffen oder auch einfach das gefräste I bei den Gabelbrücken, die übrigens im Vergleich zu den beiden, zu den drei anderen Serienmotoren komplett gefräst sind. Haben wir, glaube ich, eben auch noch nicht erwähnt. Ich denke, man kann auch die Quarter-Fairing auf die Chief Dark Horse, wer es möchte, adaptieren. Ja. Wie gesagt, es gibt eine Vielzahl von Zubehörartikeln, die ja auch auf der deutschen Indien-Homepage steht oder die ihr auch im Konfigurator einfach mal imaginär ans Motorrad dranstecken könnt, ohne dass ein Mechaniker mit dem Schraubenschlüssel losrennen muss. Ja. Ich denke, da kann man sein Motorrad mal in seiner gewünschten Farbe konfigurieren, um mal zu schauen, wie das dann aussieht. Absolut. Also schaut einfach mal auf die Indien Motorcycle Deutschland oder Österreich Seite und bastelt da mal rum. Macht auch Spaß. Vergesst nicht die Testfahrt. Genau, Testfahrt. Die ist das Wichtigste überhaupt, um zu gucken, wie komme ich damit klar. Genau. Und ansonsten, wenn keine weiteren Fragen da sind, dann würde ich sagen, danken wir euch fürs Zuschauen
Und ja. Wir freuen uns auf das Feedback, auf die nächsten Messen, auf die Events, die kommen. Und wir bleiben weiter am Gas. Ja, und jetzt trinkt mal Feierabendbierle. Genau so machen wir es. Vielen Dank, Juliane. Ich danke dir. Ade, ciao. Ciao, ciao.